Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Ihr hattet euch gewünscht, dass wir mal gemeinsam eine Waschmaschine für die Monster High oder auch Barbie-Puppen basteln und genau das machen wir heute. Alles was ihr dafür braucht, das seht ihr jetzt. Für unsere Monster High oder auch Barbie Waschmaschine brauchen wir einen weißen Pappkarton, also eine weiße Versandverpackung. Das kann auch eine andere Farbe sein, wir können dann den ruhig bekleben. Dazu habe ich hier noch weißes Papier und auch Klebstoff. Dann brauchen wir noch einen schwarzen Filzstift. Hier noch ein Cuttermesser. Das ist wirklich sehr, sehr scharf. Am besten holt ihr euch Hilfe von euren älteren Geschwistern, wenn ihr welche habt, oder auch euren Eltern, damit sie euch dabei assistieren und ihr euch nicht verletzt. Ich habe hier noch ein paar weiße Bügelperlen, eine Schere, eine Heißklebepistole und einen alten Joghurtbecher. Für die Waschmaschine brauchen wir dann nur diesen Teil, das soll dann das Bullauge sein und dann können wir auch schon starten. Als erstes klebe ich die Vorderseite unserer Verpackung mit weißem Papier über, weil da noch ein Poststempel drauf ist. Und ein Poststempel gehört natürlich nicht auf eine Waschmaschine. Jetzt sieht man diesen Stempel immer noch ein bisschen durch, deshalb werde ich einfach noch eine Lage weißes Papier drüber kleben. Alles, was jetzt noch übersteht, schneide ich mit unserem Cuttermesser hier sauber ab. Das Gute an solchen Verpackungen ist, dass wir sie öffnen können. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Wir können nämlich jetzt einfach hier dann unseren Joghurtbecher hineinsetzen. Den werde ich jetzt einfach hiervon loslösen. So, und dieses Bullauge ist natürlich noch viel zu groß. Ich werde nur einen Teil davon benutzen, deswegen nehme ich jetzt einfach mal ungefähr die Hälfte von unserem Joghurtbecher und schneide mir den zurecht. Den Joghurtbecher oder den Teil davon werde ich jetzt hier ringsherum auch nochmal mit weißem Papier bekleben, damit dieses Kung Fu Panda Motiv verschwindet und das Ganze dann in einem einheitlichen Weiß ist. Jetzt nehmt ihr einfach euer Bullauge und das ist dann eure Schablone. Setzt das Bullauge ungefähr in die Mitte des Kartons. Zeichnet mit einem Stift ringsherum das ab und schneidet das Ganze dann mit dem Cuttermesser aus. Ich werde das Loch jetzt noch ein bisschen größer machen. Mir ist nämlich gerade die Idee gekommen, dass man diesen Rand hier von dem Joghurtbecher noch benutzen könnte als Fassung für unser Bullauge, dann sieht das Ganze noch echter aus und genau das mache ich jetzt nämlich. Ich schneide es noch ein bisschen größer und dann kann ich direkt diesen Rand hier einsetzen. So sieht das jetzt mit dem Rand aus und wir werden jetzt mit der Heißklebepistole dieses Bullauge noch hier direkt hineinkleben und dann ist auch unsere Waschmaschine schon fast fertig. Ich werde jetzt ringsherum nochmal mit dem Cuttermesser lang schneiden, damit sich hier die Waschmaschine auch nach vorne öffnen lässt. Mir ist hier gerade ein kleines Malheur passiert, das ist aber nicht so schlimm. Wir kleben einfach dieses weiße Papier, was gerade gerissen ist, einfach nochmal drüber. Das ist jetzt unsere Öffnung. Ich setze wieder das Bullauge ein. Mit der Heißklebepistole werde ich jetzt hier noch die Öffnung mit dem Bullauge verkleben, sodass sich dann beides von der Waschmaschine löst.
So, jetzt male ich noch das Fach für das Waschpulver auf. Dann gibt es noch verschiedene Knöpfe. Und natürlich einen Regler. Und dazu klebe ich jetzt einfach eine Bügelperle auf. Vorher male ich einen schwarzen Kreis. Und den male ich aus. Und weil mir das Gelbliche hier bei diesem Bullauge nicht so gut gefällt, werde ich das Ganze einfach ringsherum mit dem schwarzen Permanentfeldstift anmalen. Und fertig ist jetzt unsere Waschmaschine für die Monster High Puppen oder auch Barbie. Das Ganze lässt sich hier vorne öffnen. Wenn man möchte, kann man dann die Puppenkleidung da reinwerfen und einen Waschgang imitieren. Die meisten Ideen kommen mir während des Bastelns, deshalb seht mir das nach, dass ich hier immer so ein bisschen improvisiere. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!